Sehr gut. Ich würde mal sagen, wir schießen los, oder? Jo, ja, let's go. Okay, ist irgendjemand, der nicht da war, während ich nicht da war oder so? Sind alle da? Sasa ist auch da, die bewegt sich nicht. Bewegt sich auch, Platz ist ja auch da. Ich war mal da. Okay, gut. Spaß. Gut, jawohl, dann viel Spaß. Let's go, Braun. Jetzt fett's. Mal schauen, welche Rolle ich jetzt bekomme. Gleich eine Rolle, die ich nicht kenne. Am besten Vampire. Okay, die Rolle kenne ich. Oh, ich habe noch einen Vampire-Kollegen. Jetzt kann ich jemanden beißen. Dann killt er ein Stück 10 Minuten später. 10 Sekunden. Hat vielleicht jemand Knoblauch gemacht. Hier kann ich ein bisschen faken. Oh nein, das wäre jetzt blöd gewesen, den gekillt hätte. Leg mal zu Specimen rein. Aufpassen, das ist nicht ein Knoblauch. Das war jetzt blöd. Hier stirbt ein Specimen. Und da bin ich jetzt auch gerade raus. Das ist eine dumme Sache gewesen. Da ist jemand gestorben. Wo lag die denn jetzt? Die liegt doch, stand doch gerade neben mir, nicht? Ja, die liegt auch direkt neben dir. Aber. Okay. Ja, aber Julia, ja, ich bezweifle sehr stark, dass du jemanden killst und dich dann einfach an die Aufgabe daneben stellst und denkst, es wird schon keiner. Das wäre seltsam. So. Du machst gerade den Download. Genau, du machst den Download. Wir sind, also im Prinzip der Alex ist hinter mir in Specimen reingelaufen. Als allererstes ist Sabi auch in Labs reingelaufen gewesen, das habe ich gesehen gehabt. Und Julia, die ist jetzt auch in Labs und die macht gerade in Speci unten und macht gerade den Download. Die Sabi liegt im Prinzip am Simon Says links daneben. Okay. Julia war es aber nicht, bin ich mir sicher. Und der Alex weiß auch nicht, weil der war nämlich die ganze Zeit hinter mir. Ich kann aber. Und Boiler Room. So, ja, genau, ich würde gerne mal wissen, wer denn jetzt irgendwie überall ist. Ich bin oben im Boiler Room. Ja. Ich bin im Dropship. Also ich bin gerade aus dem Office rausgekommen mit irgendjemand anderem noch dabei. Ich weiß nicht, wer das war. Mit irgendjemandem bin ich gerade parallel rausgelaufen. Mit dem war ich gerade am Admin-Table und bin dann gemeinsam raus. Was fast synchron. Ich glaube, Andi war es, oder? Okay. Ich bin also, ich glaube, dich gesehen zu haben, ja, aber ich war kurz vorher noch bei den Lifelines, hab da Kuchen gesehen. Ja, genau, dort in der Nähe war ich. Raus, aber ich hab dann, also... Kann sein, dass ich dich gesehen habe. Mit irgendjemandem also, war ich gerade bei Admin Table und dann bin ich raus. Okay, also Zwerge in der Nähe von Admin Table gewesen. Andi hat ihn dabei gesehen. Thoram, wo warst du? Ich bin unten im Boiler Room, also bei den Wasserrädern. Platsch war bei mir in der Nähe. Ich habe dich da auch gesehen. Und saß ja? auch, ja. Also okay. War es niemand, alles klar. Gut, okay. Weil dann haben wir für den Kill, haben wir schon eine 50-50. Ja, Julia. Okay. Offensichtlich, nein, sondern ich kann es ja schlicht und greifend sagen, es ist eine Darker Color. Und dadurch, dass es nur drei Darker Colors gibt, nämlich Thoram, Andi und Zwergi, ich habe gerade nochmal geschaut, bleiben eigentlich nur noch Andi und Zwergi übrig. Die das nur so für euch als Info. Okay. Also ich weiß nicht, wo Andi herkam, aber ich habe ihn halt im Admin gesehen. Also. Wieso hat Kuchen jetzt eigentlich ein Herz? Wen hast du gesehen? Weil ich dich liebe, Julia, lol. Das ist doch beschissen mit der Rolle. Das ist doch hier, als ob der eine jetzt gewusst hat, dass es eine Dark Color ist und es nur zwei Dark Color gibt. Und jetzt quasi, ich kann mich selbst töten gehen. Ich kann Suizid begehen jetzt hier im Spiel. Das ist doch hier. Was ist denn das? Auf einmal bin ich jetzt, es ist jetzt hier einfach, als Dark Color bin ich jetzt einfach. Bin jetzt hier am Arsch. Andi oder jetzt muss ich dafür sorgen, dass jemand neben Andi stirbt. Das ist ja so gut wie unmöglich. Ich kann mich auch selbst stellen. Ich kann mich hier gleich. Lass mich raus. Was war das denn jetzt? Okay. Was war das denn jetzt? Okay. Ich war Vampir. Ich habe sie gebissen. Sie ist tot. Ich bin. Was ist jetzt? Was ist gerade passiert?
Ich habe Sasa gebissen. Was ist? Was ist passiert? Ich bin tot. Warum bin ich tot? Was? So, das macht Andi sehr sass. Beide Leichen liegen direkt nebeneinander, direkt vorm Eingang vom Weapons. Bleibt denn Weapons? Beide Leichen? Beide Leichen. Weapons? Davon bin ich. Als auch Sasa. Davon bin ich. Ich bin. Ich dachte gerade, weil ich habe Swag im O2 gesehen. Und dann ist er rausgelaufen, dann ging Licht aus und er ist wieder zurückgerannt, dass er mich vielleicht umbringen will. Mhm. Deswegen bin ich aus Leis rausgerannt, ohne zu fixen. Okay. Ah, okay. Dann gehe ich an Leif und weg, warum du das gemacht hast. Ja, ich dachte, weil die Türen gingen zu und so. Ja, fuck. Ah, okay. Aber jetzt ist Zwerge tot und das irritiert mich gerade. Ich ehrlich gesagt auch. Also, um das von Liz von vorhin aus der letzten Runde aufzunehmen, wir sind gleichzeitig nur gestorben. Zwei übrig geblieben: Zwergi und Andi. Korrekt. Und Zwergi ist tot und Andi ist noch am Leben. Gesehen, wie er okay. Richtung Office zum Eingang gelaufen ist, von links, und dann wieder umgedreht ist. Das heißt, er müsste eigentlich, wenn du sagst, vor Weapons liegen die Leichen, müsste er sie eigentlich gesehen haben. Also, wie gesagt, beide Leichen liegen direkt nebeneinander, also quasi ineinander. Im Eingangsbereich vom Weapons. Okay, okay, Andi, war das ein Lover-Kill? Genau, Andi, erzähl jetzt mal. Nee, Lover, haben wir Lover überhaupt okay. Okay, haben wir. Nein. Aus. Alles klar. Haben wir aus, weil die scheiße sind. Naja, du machst alles richtig und dein fucking Lover wird irgendwo gekillt. Du kippst tot um und denkst dir so, du Wichser, ich wollte ja nur spielen. Ja, wie möchten leben? Genau. also gesehen habe ich die beiden tatsächlich nicht. Wir haben uns wirklich tatsächlich gleichzeitig umgemacht. Super unwahrscheinlich, allein schon. Das ist doch unwahrscheinlich. Bin halt. Wir haben uns gleichzeitig umgekehrt, das ist ja großartig. Also es kann gut sein, dass Swaggy auch umgedreht ist und eine Autur, weil die Tür vor ihm zuging, dass er dann einfach wieder nach rechts gelaufen ist, so Weapons, das würde ja theoretisch passen. So großartig. Das würde von seiner jetzigen Position her passen. Was ich mich frage, ist, wieso beide Leichen ineinander liegen. Also entweder war es ein Double-Kill. Nee. Weil Lava kannst du da eigentlich nicht sagen. Oder jemand hat sich vorher erschossen und dann kam der Imposter um die Ecke. Der kommt ja auch nicht drauf. Das kann auch sein. Der kann mich nicht... Aber dass die Person dann nicht die Möglichkeit hat, noch zu reporten, dann müsstest du... Du kannst auch, wenn du jetzt ein Vampire bist, jemand beißt und der einen Sheriff gebissen hast und der macht dich, dann wird sofort das getriggert. Das heißt, du kannst sein, dass das... Das war's deshalb. Okay. Einfach rausgeschmissen. Alles klar. Bei 7 Minuten ist hart, aber Andi ist super verdächtig. Ja, passt schon. Ja, nein! Uha! Und noch einen Imposter-Kill! Und noch einen Jester-Win! Das ist. Es ist halt immer. Weißt du, es ist der nicht. Es ist so geil. Er hat mich gebissen und ich habe mir gedacht, es kann nur eine dunkle Farbe gewesen sein. Er hat die Weapon-Task nicht gemacht. Dann habe ich ihn gekillt, reported. Wir haben uns gleichzeitig gekillt. Ich war Vampire und sie war Detective und wir haben uns gleichzeitig gekillt. In dem Moment ist Zwerg ja 20. Sehr schön. Ja, aber das war doch episch. Das war doch episch. Kalahat ist einfach nur noch lucky. Das ist doch. Aber das ist doch. Das ist, wie blöd ist das? In der ersten Runde gesasst wurde. Leute, wie blöd ist denn das bitte? Da wurde ich gebissen. Hab dann den Leiter gebracht und bin dann am Vampir gestorben. Und welches? Die Leute hatten dann gewonnen, weil wir uns gegenseitig gekillt haben. Ja. Ist grau denn? Okay. Ist grau eine Leiter? Ich war doch immer sicher, war es der beste genau Vote jetzt. Andi. Aber wir müssen eigentlich, also wir müssen bei 7 nicht voten. Und das, natürlich habe ich die Leichen gesehen. Wir haben jetzt eine Leiter. Wir haben die Situation, dass wir bei 7, wenn wir bei 7 voten, dass es einfach eine blöde Idee ist eigentlich. Ja? Wir ich würde mal auf Dunkelblau wechseln. Ich würde mal auf Dunkelblau wechseln, damit wir nicht so viel weniger Darker Color haben als... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch beschissen, wenn ich... Wie blöd war das denn gerade, dass da nur zwei Leute gibt, die Darker Color sind und dann sofort ich bin... Nein. Ja. Oh, schau, Andi, Julia macht auch. Das ist doch blöd, wenn dann sofort... Ich war ja sofort raus, ich war ja Andi und ich und dann ist ja... Ja, orange ist hell. Ja, gell, orange zählt als hell, gell. Ich kann doch jemand eine dunkle Farbe nehmen, das ist... Ist das lila dunkel? Ja. Okay. Wir brauchen mehr dunkle Farben, das ist...